Liebe Klavierfreunde, herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von den Listening Sessions. Diesmal geht es um den Pianisten Cyrus Chestnut. Ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen. Ich habe diesen Pianisten vor Jahren mal entdeckt. Und zwar war das so, als man noch CDs gekauft hat. Also ich ging da irgendwo in den Laden, habe mir da verschiedene Pianisten angehört und habe das ein sehr ansprechendes Cover gefunden hier. Ihr seht das auf dem Bildschirm. Und habe dann reingehört und ich war fasziniert. Und zwar von dieser Ruhe in seinem Spiel. Also ich habe selten einen Pianisten gehört, der so ruhig spielt, gleichzeitig ultra kraftvoll und dann wieder ganz wenig. Und was damit gemeint ist, das hört ihr jetzt gleich. Wir hören den Track For the Saints. So, von Beginn weg und los geht's. Ich denke, der Cyrus, der ist aufgewachsen in seiner Kindheit vermutlich in Churches, wo nur Gospel gesungen wurde und gespielt wurde. Weil seine Roots sind tief im Gospel. Alles, was ich da so höre, das erinnert mich alles an Gospelmusik. Da gibt es ein paar Blueslicks drin, typische Blueslicks, aber vor allem diese Sache. Was er da macht, was er da gemacht hat, er hat das Handgelenk, das er hin und her gewackelt, und es gibt diesen Effekt, wo zwei Töne ganz schnell miteinander angeschlagen werden, und es ist ähnlich wie so ein vokaler Effekt, der da entsteht, und das ist eine Technik, die er sehr viel anwendet hier. Das eigentliche Ding, was mich hier fasziniert, ist das Tempo. Wir haben hier ein 12-8, ich würde es als 12-8 deuten. Spielen kann, dann braucht man ganz viel Ruhe in sich. Anders geht es gar nicht. Wenn ich diesen Track höre, habe ich immer das Gefühl, es müsste schneller sein. Es ist ultra langsam. Ist eigentlich nur da, da, bididi. Irgendwie so ist die Melodie und er hat sie da einfach verziert ohne Ende. Yeah, ganz leise, ganz leise. Sonst passt alles. Er löst es immer wieder auf.
Staccato. Kurz angeschlagen. Ein bisschen Blue Notes obendrauf. Also, das war Cyrus Chestnut Trio for the Saints. Auf Spotify gibt es mehrere Alben von ihm. Hört doch mal rein. Ich denke, es ist so ein Pianist, der man sagt, hey, ich brauche ein bisschen gute Laune, ich möchte ein bisschen relaxen. Hey, dann würde ich euch diesen Pianisten empfehlen. Und wenn ihr noch Fragen habt oder sonst Kommentare, schreibt es einfach unten rein. Ich freue mich drauf und danke fürs Zuhören. Bye, bye.